hallo, hallo, weiter geht es mit Clash of Clans. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Und dann ist man mal einen ganzen Tag morgens unterwegs und bekommt gleich einen Angriff rein. Und was sieht man? Moment, halt, stopp. Oh, hier haben wir auch schon eine Statistik. Die Zuschauer haben 92 und oh, wir gewinnen diesen Kampf, wo ich nicht teilnehmen kann. Das ist ein Clan- oder Teamkampf, wo ich nicht mitmachen darf. Und zwar hier. Und der zieht mir 10.000 und 17.000 ab. Er reißt mir komplett meine Eier ab und steckt sie in den Mixer. Was für ein Drecksack. Wiederholen, mal eben schauen, was er so gemacht hat. Eieiei, war das ein harter Arschtritt. Ja. Oh, der macht ja gar nichts. Ich muss eine bessere Verteidigung haben, Leute. Das geht ja so gerade gar nicht. Das muss besser werden. Und das wird besser. Wir werden zusammen versuchen, die Weltherrschaft endlich an uns zu reißen. So, ihr seht, es ist alles voll hier. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal hier... Kannst du noch upgraden? Na, das kostet auf jeden Fall. Dann werde ich erstmal erforschen. Und zwar möchte ich gerne... Die kleinen, lohnt sich die? Ach, der Upgrade, oder? Das dauert 6 Stunden, das ist okay. Dann ballern wir das schon mal weg. Hier haben wir noch weitere 8.800, die reingeballert werden. So, jetzt schauen wir doch mal. Ich kann Einheiten anfordern, werde ich machen. Und zwar am besten die Schweinebär-Boys. Die Schweinebär-Reiter, wir kennen sie noch. Die Schweinebär-Reiter sind die besten Reiter bei dem Clan, die Zuschauer. Nochmal vorweg an alle, die fragen, lasse ich einen Platz frei bei dir im Team? Leute, ich werde niemanden rausgehen. Ich werde erst frühestens nach einer Woche erst... anschauen, wer inaktiv ist, beziehungsweise wo sich hier nichts ändert und der wird vielleicht dann entfernt. Aber zurzeit sieht es so aus, dass alle aktiv sind. Ja gut, hier sind halt ein paar Leute, die nicht ganz aktiv sind, aber ich sag mal so, wir müssen warten, abwarten. Ich kann nicht von heute auf morgen einfach mal alle rauskicken. Das ist nicht so akzeptabel, beziehungsweise das bringt auch nicht ganz so viel. Deswegen gucken. Die Karte habe ich mir noch nicht gegönnt. Total Osterstress und die ganze Scheiße. Entschuldigung dafür. Werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, sodass wir mehr Arbeiter haben. Ich hoffe mal, ihr könnt das Ganze... entschuldigen und wir können weiterhin viel Spaß haben. Ich meine, sagst du mir, Lars, du musst endlich die Bomben upgraden, beziehungsweise hier kann ich upgraden. Dauert noch 15 Minuten. 15 Minuten für eine Bombe upgraden. Machen wir doch mal. Warum denn nicht? Machen wir das. Ja, doch, das ist in Ordnung. Die zweite werden wir erstmal hier reparieren. Erneuern, Bob. Wunderbar. So, was ist los? Ihr gebt mir die Tipps. Ihr sagt, ich muss die ganze Zeit erstmal alles upgraden, bevor ich jetzt hier... Also alles auf höchste Maximum upgraden, damit wir dann loslegen können, beziehungsweise angreifen können. Beziehungsweise unser Ding hier upgraden. Das machen wir jetzt. Wir warten jetzt auf ein paar Leute hier. Beziehungsweise hier, ob was gespendet werden. Ein paar Schweinebär-Reiter am besten. Wenn jemand gerade welche hat. Meine Schweinereiter, schreibt der Pixel schon wieder 15 Minuten. Ja, ich brauche noch mehr Schweinebär-Reiter. Schickt sie mir doch. Wir haben das auf 4. Das können wir, soweit ich weiß. Oh, da kommen nur Bogis rein. Bogenstufe 2. Mauerbrecher. Ein paar Mauerbrecher kommen von mir. Beziehungsweise von jemandem da hineingewurstelt. Sehr schön. Mauerbrecher finde ich auch nicht schlecht. Die Kanone ist 4. Die ist 4. Der ist 1. Den können wir erst upgraden, wenn wir hier unser Rathaus upgraded haben. Also es gibt noch einige Sachen. Ich muss auch noch hier... Moment, 6, 6, 6, das passt. 6, 6, das muss ich... Na, ist alles auf 6. Maximum, ne? 7 ist schon okay. Das heißt, Einsammelgeräte sind alle Maximum. Das kann ich auch, glaube ich, auch noch upgraden. Aber wir werden erstmal jetzt hier, rumschauen. Also auf jeden Fall erstmal jetzt die Mauern alle auf Maximum upgraden. Das ist schon mal sehr schön. Dazwischen haben wir dann die Bomben, das ist auch okay. Und ihr seht ja, meine Verteidigung ist noch grenzwertig und wir müssen sie auf jeden Fall verbessern, damit das einiges besser ist. Erstmal Gold ausgeben. 5000, wunderbar upgegradet, sehr schön. Haben wir schon mal einiges hier stehen. Könnt das hier einfach mal entfernen. Unter diesen ganzen Steinen bzw. den Bäumen kann man denn was bekommen. Ganz viel geiles Zeug, deswegen gucken wir doch mal hier. Wenn wir jetzt noch ein paar Einheiten bekommen. Ja, hier wird es auch geschrieben, muss Hindernisse entfernen, da bekommt man manchmal Juwelen. Ja, mache ich doch. Ich bin doch gerade dabei, mein junger Freund. Wir werden dies tun und wir werden dies machen. Und dann bekommen wir ganz viele Sachen. Zum Beispiel jetzt haben wir hier, ich weiß nicht was bekommen, aber irgendwas. Können wir den auch noch entfernen. Oh, wie teuer das allein ist, ne? Von dem ganzen Gold, das ist schon krass auf jeden Fall. Haben wir jetzt in vier Stunden noch ein Schild, warum, weil wir angegriffen wurden und werden gleich selber mal angreifen. Ich habe die Kollegen hier hochgezogen, die als das Armeenlager auf 3. Dadurch sieht man hier die Karotten. Ah, ist ja klar, dadurch haben wir Karotten über ein Feuer, das ist Wunderbärchen. Das ist sehr, sehr nice. Nice. Sehr schön. Und das bedeutet, wir können gleich angreifen. Machen wir auch. Oh, da Gold fühlt sich. Jetzt auf einmal was drin. Komisch. So, das können wir dann abbauen. Das eine wird jetzt hier upgraded. 12 Minuten. Sollten wir auch im Let's Play noch sehen, wie das fertig upgraded ist. Meine Clanburg ist voll. Lars, gute Videos machst du vom Spiel. Dankeschön, Pixel. Dankeschön, du alter Pixelfick. Ich bin nicht nur Pixelfick wegen dem einen Part. Nur deswegen, komm, 20.000, wollen wir es machen? Für 20.000 das hier entfernen? Das ist natürlich richtig teuer. Das kostet auch 20.000. Nehmen wir erst den Stein. 20.000 Gold für einen Stein entfernen. Sagt ihr bestimmt,
Ich bin Level 2758. Für mich ist das kein Money, aber für mich ist das viel. 20.000 ist viel. Ich finde, das ist viel noch. Zurzeit bei mir. So, wir müssen noch auf 5, wir müssen noch dies auf 6 upgraden. 6, 6, das ist okay. Ja, also scheinbar können wir jetzt noch die Verteidigung hochziehen. Die können wir noch ein bisschen hochziehen, denke ich doch mal. Also das hier nicht mehr, das ist auf 3. Vielleicht können wir die Kanone noch auf 5 hochziehen. Und dann müssen wir unser Aggregator schon upgraden, was ein Tag dauert. Ein verfluchten Tag wird dies in Angriff nehmen. Und dann können wir alles wieder hochziehen. Das wird sehr interessant und ich freue mich drauf, weil dann wird unsere Verteidigung immer besser und irgendwann wird niemand hier durchkommen. Ich habe mal gesagt, ich habe die unüberwindbare Festung. Scheinbar nicht mehr, weil wir sehen, ob ich klicke mal falsch hier, wir sehen es, ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal verloren hier, sogar ein paar mehr Mal. Bekommen sogar hier letztes Mal 19 verloren, aber mit was er auch alles angreift, ne? Zwei Magier, davon 23, ich habe ein paar Juwelen gefunden, nicht schlecht, Herr Specht. Hat sich das gelohnt für 20.000? Ich glaube nicht. Wir können auch ein Bäumchen entfernen, das kostet 7.500, haben noch genug Elixier am Start, aber wir greifen erstmal an. Wir werden unser Schild erstmal opfern und greifen erstmal an, einen Kampf finden und natürlich, ja, ist okay. Ist alles im grünen Bereich. Unser Schild wird geopfert. Hier, das ist schon mal nix hier. Obwohl 11.000, 11.000. Das ist ja schon ansprechend. Ich habe ja mal einen mit 70.000 abgezogen, beziehungsweise rausgeballert. Wollen wir denn... Das ist gar nicht mal so wenig, oder? 11.000? Das nehmen wir jetzt mit, bevor wir jetzt wieder jahrelang rumsuchen. Gönnen wir uns den. Ich schicke hier gleich mal... Ich hoffe dann, dass die Mauerbrecher rauskommen. Ich muss unbedingt als erstes diesen Kollegen hier entfernen. Das heißt, erst das, den Kollegen... Ja, die greifen falsch an. Also hier. So, da mal ein paar rein. Noch ein paar dicke... Ja gut, die Mauerbrecher sind durch. Schicken wir hier ein paar Einheiten rein. Sehr schön. Hier noch ein paar. Ich darf halt nicht alle auf einen Fleck. Von wegen AOE. So, der macht erst das Ding kaputt. Das ist gut. Vielleicht muss ich ja nicht alle reinhauen. Alle Einheiten. So, wenn die Dicken jetzt den... Das ist wichtig, dass der hier down geht. Das ist der Minenwerfer. Der muss unbedingt verrecken. Nur Dicke. Ich muss noch ein paar Dicke reinschicken. Zwei schicke ich noch rein. Die müssen alle rein, die Dicken. Komm, noch hier ein paar. Da bitte durchbrechen. Sehr gut. Jetzt macht die Kollegen auch alle kaputt. Hier noch ein paar auf... Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann wird das vernichtet. Das ist okay. Noch ein paar kleine reinschicken. Ja, wir schicken alles rein. Ist okay. So, die machen jetzt das kaputt. Ich hoffe mal, dass dann der Rest das alles schafft. Ah, ist wie knapp. Unsere Dicken sind gleich kaputt. Wenn unsere Dicken kaputt sind, dann schicken wir erstmal noch hier ein paar rein. Damit die dann quasi erstmal das Gold hier rausziehen. Also die Verteidigung kriegen wir nicht alle jetzt kaputt. Ich glaube, das wird knapp. Der Turm wird stehen bleiben. Das ist ja dumm von mir. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, wirklich alles so rauszuzögern, beziehungsweise rauszuziehen, wie ich das gerne haben möchte. Wenn die jetzt hier drauf gehen, dann wird's gut. Ja, 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 dann schaffen wir es. Ja, die teilen jetzt hier wieder das Feuer auf. Mach den kaputt, mach die einzige Verteidigung noch kaputt, die noch übrig ist. Ich habe ja die Bogenschützis schon auf Level 2, was ziemlich cool ist. Du schaffst es, ihr beiden schafft es. Du schaffst es, du alleine. Fuck. Der kommt ja soweit, ja. Wie so alle gewanted werden, ne? Okay, wir kriegen nicht mal alles. Oh, das war wieder doof von uns. Ich muss sagen, ich bin scheiße bei Angriffen. Ich bekomme gar nicht so viel. Aber wir haben einen Stern gerade mal bekommen. Da muss ich taktischer normalerweise vorgehen. Da muss ich taktischer vorgehen. Wir können das noch ausnutzen, noch warten. Jetzt kriegen wir immer jeweils Gold dazu. Bob, Gold, Gold, Gold. Eine Minute lang mit zwei Leuten jetzt hier drauf knallen, habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann beenden wir die Kiste hier. Wie haben wir denn gewonnen? Ja, 7.500. Ja, ist okay. Bekommen wir 11 Pokale. Ist wohl grenzwertig, aber besser wie gar nichts. Ja, war wohl best doch nicht so die gute Möglichkeit, was wir irgendwann haben. So, dann werden wir weiter ausbilden. Ein paar Dicke rein. Wie wäre es? Wir brauchen auf jeden Fall auch hier ein paar. Damit hier, wir brauchen hier von... Bauen wir 10 jetzt, wunderbar, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Dann bauen wir auf jeden Fall Bogenschützis. 15 und hiervon noch so 10 Stück. Das sollte dann passen. Dann wird das weiter ausgebaut. Das ist sehr schön. Ein Bauarbeiter ist wieder da. Der kann dann weiter noch ein paar Sachen abbauen, wofür dann die Elixiere brauchen. Zum Beispiel diesen Busch hier. Dieser Busch. Kostet Holz? Kostet es Gold? Nein, es kostet das auch wunderbar. Schade, dass man nicht bei dem Bauarbeiter irgendwie so eine Schleife setzen kann. Das bedeutet, er geht erst dahin, dann dahin und dann dahin. Aber naja. Es ist halt... Darf man halt nicht machen. Das wäre schon ein bisschen komisch. Sehr schön. Du hast drei Juwelen dafür gefunden. Das finde ich cool. Dann bauen wir das nochmal ab hier. Und versuchen mal alle Hindernisse hier von meinem wunderbaren Gebiet abzubauen. Weil dann können wir... Wie gesagt, dadurch bekommen wir Juwelen. Umso mehr Juwelen wir haben, umso besser ist die Kiste. 589 haben wir übrigens. Bin Rang 2 hier oder Rangliste 2. Das kann man sich hier... Moment, wo kann man sich das denn nochmal angucken hier? Da sieht man es. Ich bin in der Liga hier. Ich bin Platz 1. Bronze Liga 2 bin ich Platz 1. Ja, ich steige bald auf.
Ich steige bald auf, Leute. Bronze 3 bestanden. Und da bekomme ich jetzt pro Angriff nochmal extra 800 und 800 für gewonnene Kämpfe. Ja, so läuft die Kiste. Und so läuft es wunderbar, weil dadurch bekommen wir einiges. Also lohnt es sich oft anzugreifen. Und das werden wir auch gleich wieder machen. 11 Minuten. Natürlich werden wir das in diesem Part leider nicht mehr sehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde dann zwischendrin jetzt ein bisschen angreifen und mal sehen, was sich so alles ergibt. Dein Gold ist leer. Es ist alles leer. Ist auch sehr schön, wenn es leer ist. Weil dann brauchen wir nicht Angst zu haben, angegriffen zu werden. Und wenn wir jetzt eh nichts haben, greifen uns keiner an. Also das Tipp von mir, natürlich ist ein sinnvoller, beziehungsweise ist allgemein logisch. Aber wenn man nichts hat, dann kann man auch nicht angegriffen werden, ist auch klar. Weil keiner greift einen an, der einfach mal 0 hat. Das wäre auch leicht unsinnig. So, dann ziehen wir den hier noch weg. Und alles weg. Und alles weiter entfernen. Ja, sonst, Update bald hier steht, wie gesagt, an Rathaus. Bald werde ich mir die Karte kaufen, was ich schon seit 5 Milliarden Parts sage. Aber es wird soweit kommen, dass wir neue Bauarbeiter bekommen. Keine Angst. Und dann würde ich mal sagen, war es das ein kleiner, knackiger Part von Clash of Clans. Wenn es euch weiterhin so viel Spaß macht wie wir, würde ich mich über weiterhin freuen über ein Däumchen nach oben. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Frohe Ostern, haust rein und tschüss, ihr Haufen nicer Boys, seid wie immer. Nice. Tschüss.